この放送はご覧のスポンサーの提供でお送りします。Achtung Squad Force und willkommen zu einer neuen Edition von Dragon Ball Backstage für Nummer 4. Heute reden wir über den ersten Editor, weil ich möchte eine Serie machen mit allen Editoren auf, einzeln zu besprechen, sodass jeder von euch wirklich die meisten Informationen nehmen kann, die wichtig sind. Und bei dem ersten Editor hat man viel mehr Informationen als mit dem zweiten und dritten, deswegen ist das mit ein bisschen auch länger sein wird mit den nächsten Videos als die anderen beiden. Ist einfach so, weil man mehr Informationen mit Kazuhiko hat. Aber fangen wir an. Also den ersten Editor von Akira Toriyama, Kazuhiko Torishima. Das Lustige ist, Tori, ne, Akira, Toriyama, Torishima, beide haben das Vogel, Tori heißt Vogel. Ist schon so ein bisschen Schicksal, würde ich mal sagen. Also fangen wir an. Der Kazuhiko Torishima wurde 1952 in Uija, Präfektur Niigata geboren. Das ist das obere Gebiet von Japan. Von dort aus ging er zur Schule und merkte schnell, die Leute dort in seiner Stadt sind nicht mit ihm auf einer Längenwelle. Und mit dem will er gar nichts zu tun haben und deswegen hat er sich als Mensch zurückgezogen. Er scheint tut mir leid, ich meinte introvertiert. Also sich selbst zu nur kümmern, sehr passiv. Und hat deswegen dadurch viele Bücher gelesen und war mehr ein Gelehrter. Viele Jahre sind vergangen und er war mit der Schule fertig geworden und wollte studieren. Doch in Japan musste in eine Universität angenommen zu werden, ne, muss man gewisse Skills haben. Und ich habe für euch aufgelistet, falls ihr mal irgendwann mal so eine Situation habt, könnt ihr auch mal, es könnte interessant sein. Man muss einen gültigen Passport haben, 12 Jahre feste Beweise Schulaktivität oder ein internationales Diploma für Matura. Apropos, deutscher Abitur wird sehr gerne gesehen in nationalen japanischen Universitäten. Ein Arbeitsvertrag oder Elternvertrag, die beweisen, dass du ein stetiges Einkommen hast und wirklich immer Geld zur Verfügung hast. Japanische Sprachbeherrschung Level 2, das heißt, du musst Hiragana, Katakana und Kanji können, zu einem gewissen Grad, sonst wird das für dich echt unnötig sein, dahin zu gehen. Und eine Eintrittskostenzahlung von 500.000 bis 1 Million Yen, das sind umgerechnet auf den heutigen Standard 4.070 Euro bis 8.144 Euro zu zahlen. So, und das Problem war für Kazuhiko Torishima, lag, dass er gar kein Geld einbringen konnte. Und deswegen konnte er nicht in eine Universität in seine Heimatstadt gehen oder in sein Heimatgebiet. Und deswegen ist er nach Tokio gegangen. Dort, durch den Zweiten Weltkrieg, ist er in einer Aufbauphase gewesen und hat sehr stark sich, Arbeitsplätze gefunden. Und dort hat er eine Arbeit gefunden und konnte halt dann später in Keio-Universität gehen. Dort war er bis 1976. Und dann ist er eingestiegen in das Shueisha-Geschäft, nämlich Shueisha-Manga-Magazin, die ja Publisher sind für alle mal Shonen-Mangas. Und wurde in der Ausgabe Weekly Shonen Jump hinzugefügt. 2 Jahre später hat Kazuhiko den Akira Toriyama für Shonen Jump rekrutiert, als er diesen Junior Shonen Jump Award gewonnen hat. Der Kazuhiko war sehr fasziniert von Toriyamas Manga-Zeichnungsstil, der den Westen nachgestellt hat, nebenbei, ne, angemerkt. Wurde, dass er sich selbst als Editor für Toriyama zur Verfügung stellte, um mit ihm an Dr. Slump zu arbeiten, das größte Erfolg, was Akira Toriyama damals gesetzt hatte und einen hohen Verkaufszahlen ausgeboostert. Dann, später, sind sie auf Dragon Ball eingestiegen auf die Dragon Ball Marke, ihr wisst, 1984. Und hier reden wir über welche Veränderungen Kazuhiko Torishima an Toriyama gab. Und ich werde euch diese jetzt aufzählen in den Dragon Ball Manga. Das ist ja das wichtigste Teil für euch Fans. Das eigentliche geplante Ende von dem 21. Tenkaichi Budokai von Toriyama konnte nicht in Kraft treten zugelassen. Weil eigentlich war Akira Toriyamas Ziel, nach dem 21. Tenkaichi Budokai die Serie beenden zu lassen. Es sollte keine Langzeitserie sein. Es sollte eigentlich nur ein kleines Spin-off sein, weil er hatte schon Geld. Er hat schon mit Dr. Slump mega großen Erfolg gefeiert. Er wollte eigentlich nichts groß machen. Er war ja schon in der Industrie sehr lange und wollte eigentlich ein bisschen mehr seine Ruhe genießen. Doch Kazuhiko hat ihn weitergezogen. Denn Akira wollte eigentlich Dragon Ball nur als Journey to the West in japanischen Sayuki parodieren. Also die Reise zum West mit Son Wukong. Und nicht mehr war eigentlich geplant. Solange, dass die Serie eine lange Laufzeit hat. Die nächste Veränderung war, die eingeführt wurde, gleich danach, war die Red Ribbon Armee, die das komplette Konzept von Journey to the West Parodie ins Nichts gesetzt hatte und einen komplett neuen Ton setzte, der einen dunkleren Einblick in das Dragon Ball Material eingeworfen hat. Dann wurde später uns Piccolo in die Welt gebracht, Daimao Piccolo, der eine neue Konstante für Goku sein sollte, wo die Serie noch dunkler geworden ist, als sie jemals war. Und das Lustige ist, in einem Interview
hat Kazuhiko zu Ake Toriyama gesagt in dem in dem Interview. Das Interview heißt Toki Shenlong, also Shenlong Zeiten. Das ist so ein Gespräch, wo die alle drei Editoren mit Ake Toriyama eine kurzen zwei Ausgaben gibt's davon gesprochen haben miteinander. Und da hat er selbst, ich quote: "Du hast mich so sehr, dass du mich in Dr. Slump den Charakter nicht nur Dr. Marashito entwickelt hast, sondern du nach mir Daimao Piccolo gezeichnet hast." Und dann sagt Akira Toriyama so nebenbei: "Was? Ich mach das nicht." Also ich quote jetzt nicht direkt, weil ich habe die Quote jetzt nicht im Kopf. Aber er sagt in der Richtung: "Ich habe das nicht. Also ich habe das jetzt nicht mit Absicht gemacht. Wenn ich das tue, dann mache ich das also ohne, dass ich das merke." Das finde ich einfach nur lustig. So. Und dort war ja wieder geplant, eigentlich die Serie zu Ende zu bringen. Doch Kazuhiko wollte noch weiterarbeiten und hat Toriyama überredet, die Serie noch weitergeben zu lassen. Und deswegen kam Piccolo Jr. an die Macht. Und wir sind dann in das Tenkaichi Budoka eingestiegen. Doch dann ist Kazuhiko Torishima leider im Jahre 1993, am Ende des 23. Tenkaichi Budokai, als Editor gegangen und gewechselt zu einem Hocheditor, zu einer neuen Abteilung, nämlich den V-Jump, den wir jetzt heute kennen. Und das zum Beispiel jetzt bis heute jetzt immer rauskommt, einmal monatlich und immer die größten News immer rausgibt für Dragon Balls Material oder Dragon Balls größten News eigentlich. Und das war eigentlich alles über Kazuhiko. Und als nächstes werden wir im nächsten Backstage-Video über Yukundo, den zweiten Editor von Aki Toriyama, reden. Und da werdet ihr auf jeden Fall viel mehr Veränderungen sehen, weil er war der Mann mit den größten Veränderungen aus den 80er, 90er Filmen, die alle Leute so mega gehypt waren. Arnold Schwarzenegger, Sylvester Stallone, ihr werdet alle schon wissen, was ich dann meinen werde. Ich hoffe, ihr konntet wieder etwas dazulernen und ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich bin raus. Squadron out!